Werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte den Argumenten, die jetzt schon vielfältig zusammengetragen wurden, gegen diesen Bebauungsplan noch zwei hinzufügen, die noch nicht genannt worden sind. Das erste ist, dass wir, es wurde schon mal erwähnt, wieder eine Tiefgarage in der Innenstadt planen, also nicht wir, sondern Sie, und dass die Frage wirklich auf die Tagesordnung wird, wie viele Tiefgaragen braucht diese Stadt eigentlich noch und was wäre stattdessen sinnvoller. Das ist ein wesentlicher Punkt. Der zweite wesentliche Punkt ist, Kassel hat sehr, sehr viel Leerstand. Außer einigen wenigen Stadtverordneten, ich glaube, wir waren alle nur von der Linken, also ich weiß nicht, ob auch aus anderen Fraktionen welche da waren, waren letzte Woche kaum welche bei der Versammlung, die die Universitätsprofessorin Gabo Heidel veranstaltet hat, an einem großen leerstehenden Gebäude, die mit ihren Studierenden Kassel untersucht hat und die auf eine Zahl gekommen sind von mindestens 100.000, wahrscheinlich eher 200.000 Quadratmeter Geschossfläche, die in Kassel leer stehen. Das sind nur die Leerstandsermittlungen, die sozusagen von außen und durch Veröffentlichungen erkennbar sind. Es gibt noch keinen Leerstandskataster von der Stadt, obwohl wir das alle beschlossen haben. Und wir sind der Meinung, dass eine nachhaltige Stadtpolitik sich darum kümmern muss, die leerstehenden Gebäude zu untersuchen, zu nutzen und dort beispielsweise Wohnraummöglichkeiten auch für Studierende, auch für Auszubildende zu schaffen. Und im Ausschuss hat Herr Nolder gesagt, der Ort, wo es jetzt geplant wird, sei ein Wohnort, ein Parkplatz. Ja. Aber kann man nicht einen solchen Ort anders verwandeln als durch eine mehrstöckige Bebauung, der noch dazu die Mitglieder des Ortsbeirates sehr ablehnend gegenüberstehen? Wären nicht alternative Projektierungen möglich, die auch mehr Grünfläche, Sickerungsfläche und so weiter vorsehen? Man muss nicht den Parkplatz gegen dieses Projekt ausspielen, sondern es gibt eben auch andere Optionen. Und deshalb finden wir, dass diese Planung so jetzt nicht zustimmungsfähig ist.